Willkommen beim Podcast der Deutschen Rheuma-Liga. Moderatorin, Buchautorin und Botschafterin der Rheuma-Liga Milka Loff-Fernandes und die Rheumatologin und Wissenschaftlerin Dr. Hasselief Räbel lassen Betroffene zu Wort kommen. Heute erzählt Magdalena: Trotz Lupus stehe ich im Berufsleben meine Frau. Herzlich willkommen zum Rheuma-Podcast der Deutschen Rheuma-Liga. Mein Name ist Milka Loff-Fernandes und ich freue mich riesig, euch hier durch inspirierende und informative Gespräche zu führen. In über 20 Jahren als Moderatorin durfte ich viele Geschichten erzählen, aber heute bin ich hier, um ganz besonders wichtige Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Menschen, die ihre persönlichen Erfahrungen mit rheumatischen Erkrankungen teilen. Für mich ist dieser Podcast nicht nur eine Plattform, um über die Fakten zu sprechen, sondern auch ein Ort, um Mut zu machen und die Stärke hinter jeder dieser Geschichten zu zeigen. Und ein Ort, um ganz ehrlich Neues zu lernen. Von Rebecca Hasseli. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Vielen Dank, Milka, dass wir heute wieder einen spannenden Podcast gemeinsam hier gestalten. Die Punkte, die du genannt hattest, für Fakten sorgen, den Betroffenen auch eine Bühne zu bieten, damit sie über ihre Erkrankungen gemeinsam mit uns aufklären. Und was ganz wichtig ist, Fehlinformationen zu beseitigen. Und das sehe ich als meine Aufgabe oder als meine, Aufgabe würde ich es nennen, in diesem Podcast gemeinsam mit dir und heute mit unserem besonderen Gast zu sprechen. Was macht dich denn zur richtigen Frau dafür? Rebecca, erzähl selber. Als erstes, Milka, die Rheumatologie ist meine Leidenschaft. Ich bin Rheumatologin am Universitätsklinikum in Münster, bin dort stellvertretende Sektionsleiterin und noch Wissenschaftlerin. Das heißt, das, was ich am Patienten nicht beantworten kann, versuche ich mit meiner Wissenschaft zu erarbeiten, damit wir langfristig auch Lösungen finden für Beschwerden, die die Patienten schildern, die wir aktuell noch nicht gut behandeln können. Ist das auch ein Teil der translationalen Medizin, die ich immer wieder in deiner E-Mail-Signatur sehe, von der ich einfach nicht verstehe, was es ist? Ja, ganz richtig, Milka. Translationale Medizin heißt, dass das, was wir in der Forschung erfahren, die Ergebnisse, die wir hier gewinnen, dass wir die dann versuchen, direkt in die Patientenversorgung zu übertragen. Das geht aber nicht nur in die eine Richtung von der Forschung in die Patientenversorgung, sondern die Patientinnen und Patienten sind auch unsere Impulsgeber für unsere Projekte. Das heißt, transnational von der Forschung in die Patientenversorgung, aber auch wiederum Ideen aus der Patientenversorgung in die Forschung hinein, damit wir unsere Betroffenen bestmöglich in Zukunft behandeln können. Apropos Impulsgeber. Ob es um mentale Resilienz, den Austausch in der Rheuma-Community oder einfach nur um kleine Alltagsstrategien geht, wir möchten euch unterstützen, euch informieren und euch inspirieren. Also lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, jetzt nicht nur durch den Körper, sondern eben auch eine Reise, die das Herz berührt. Manchmal braucht es nämlich Mut. Mut, um zu akzeptieren, was wir nicht ändern können. Und Magdalena hatte diesen Mut. Magdalena bekam ihre Diagnose mit 16 und seitdem meistert sie ihren Weg mit Lupus und inspiriert andere durch ihre positive Einstellung. Lasst uns heute also über Resilienz und Selbstakzeptanz sprechen und ganz viele Impulse von Magdalena bekommen. Hallo Magdalena. Hallo Milka. Hallo liebe Doc Hasseli. Magdalena, du machst das nicht so oft in so Podcasts sitzen. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt etwas Alltägliches, muss ich ganz ehrlich sagen, außer für so Menschen wie mich. Was hat dich denn dazu bewogen, zuzusagen? Also zu sagen, ich erzähle meine Geschichte. Ich bin ein sehr neugieriger und offener Mensch. Und ich mag es, anderen Leuten einfach auch auf irgendeiner Weise zu zeigen, dass Rheuma oder eine rheumatische Grunderkrankung nicht immer nur was Schlechtes heißen muss. Ich habe bei dir gelesen, dass du deine Diagnose mit 16 bekommen hast. Ist das korrekt so? Ich habe meine Diagnose im Alter von 10 Jahren bekommen, also noch 6 Jahre vorher. Das heißt, auch kein alter Mensch. Denn das, was man gemeinhin, auch ich, mit Rheuma in Verbindung bringt, ist immer dieses Jahr, das ist eine Geschichte für ältere Menschen, so, ne? Aber nein, Rheuma ist jünger, als du denkst, oder? Genau, Rheuma ist jünger, als man denkt.
Und ich habe meine Diagnose 1994 bekommen und war damit hier in meiner Heimatumgebung ein bisschen der bunte Hund. So nenne ich wollte gerade sagen, mal. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen. Das war die Zeit von Kurt Cobain und vielleicht die ersten Handys, die man so gesehen hat. Ja, genau. Mein erstes Handy hatte ich tatsächlich erst mit 16. Aber so, ja, Kurt Cobain, Musiksender kam irgendwie so nach und nach. Das heißt, ich habe Viva geguckt. Ich weiß also, ich habe dich im Fernsehen gesehen, Milka. Aber du wusstest, ich habe Rheuma, mein Leben ist ganz anders und ich werde nie so sein wie jetzt zum Beispiel das bunte Mädel, was da drinne rumhängt im Fernseher, auch wenn ich selbst ein bunter Hund bin. Ja, ich wusste, dass mein Leben doch irgendwie anders verlaufen wird, weil ich viele Dinge einfach nicht so machen kann, wie, ich sag mal, normal gesunde Kinder, also was normal gesunde Kinder machen konnten, da konnte ich einiges nicht machen. Wie hat denn Rheuma dein Leben beeinflusst? Am Anfang habe ich mich schon gefragt, wieso, weshalb und warum. Aber durch eine gute Behandlung in einer tollen Kinder- und Jugendrheuma-Klinik habe ich viel gelernt, damit umzugehen. Ich habe Hilfsmittel bekommen, Schienen für die Hände, Einlagen für die Schuhe, Stiftverdickung, damit ich meine Stifte besser festhalten kann. Und die Dinge haben mir dann das Leben doch sehr, sehr viel leichter gemacht, muss ich sagen. Lass uns einmal über deine Diagnose sprechen. Was für eine Art von Rheuma hast du und wie äußert die sich? Ich habe eine chronische juvenile Polyarthritis und eine undifferenzierte Mischkollagenose beziehungsweise ein Lupus erythematodes. Äußert sich insofern, dass bei mir meine Handgelenke und Fingergelenke betroffen sind, meine Hüften beidseits und meine Sprunggelenke und Zehen beidseits, sowie mein Bindegewebe und meine Haut oft in Mitleidenschaft gezogen sind. Einmal für Laien. Was merke ich davon? Was merkt ein Laie davon? Also ein Laie sieht mein Lupus, wenn ich viel Stress habe oder es mir nicht so gut geht, dann habe ich rechts und links von meiner Nase so eine Rötung. Sieht so ein bisschen aus wie ein Schmetterling. Da gibt es auch irgendwie so einen speziellen Begriff, Schmetterlings. Ich komme auf den Rest gerade nicht. Da kann ich doch direkt einhaken, Maggie, wenn ich darf. Das Schmetterlingserythem beschreibt die Maggie sehr schön. Das kann in Phasen sein, wo die Erkrankung aktiv ist. Das ist eine Hautreaktion der Autoimmunerkrankung. Und das fällt erstmal nicht groß auf, ne, weil es kann ja auch sein, dass sie nervös ist und da eine Rötung ist. Ne? Jemand, der sich mit Rheuma nicht so gut auskennt, auch den Lupus nicht kennt, würde das anders interpretieren. Aber Maggie weiß natürlich, was sie da hat. Vielleicht, Rebecca, an dieser Stelle noch einmal Lupus. Ich glaube, dass Lupus ist etwas, ein Schlagwort, das man mittlerweile kennt, weil man vielleicht Lady Gaga-Fan ist und weiß, sie musste sich damit auch auseinandersetzen. Für alle anderen ist es eine Krankheit, die wahrscheinlich schlecht oder weniger einzuordnen ist. Kannst du das für uns einmal leisten? Ja, also der Lupus, da gibt es unterschiedliche Varianten. Lupus erythematodes, das kann eine Variante sein, die beispielsweise nur die Haut betrifft. Medikamente können diese Erkrankung nicht einleiten, sondern sind damit vergesellschaftet. Also bestimmte Medikamente können Symptome eines Lupus erzeugen. Und dann gibt es eben noch die Vollvariante, der sogenannte systemische Lupus erythematosus, wenn eben bestimmte Körper oder verschiedene Körperareale, Organe auch mit betroffen sind. Das sind in der Regel Autoimmunerkrankungen, die eben im jüngeren Lebensalter auftreten, bei Maggie jetzt sogar im Kindesalter, sind aber häufiger Frauen so um die 20 Jahre. Und da macht es das Ganze ein bisschen schwierig, das zu erkennen, weil häufig die Betroffenen, eben die Frauen,
diffuse Schmerzen beschreiben. Ne? Die Hände können mal wehtun, verschiedene Gelenke können wehtun. So ein Ganzkörperschmerz wird auch beschrieben, allgemeine Schlappheit, sodass oft lange Zeit vergeht, bis man auf die Idee kommt, dass eventuell auch eine autoimmune Erkrankung dahinter stecken könnte. Das ist im Kindesalter noch mal schwieriger, weil die Kinder ja diese Beschwerden gar nicht so richtig verbalisieren können und einstufen können. Deswegen bin ich gespannt, was Maggie berichtet, wie es ihr damals erging, bis die Diagnose gestellt worden ist. Maggie. Ja, ich muss sagen, dass das Ganze in einer Zeit passiert ist, als meine Eltern sich getrennt haben. Und ich immer mehr gemerkt habe, dass meine Hände gar nicht so, dass ich die gar nicht mehr so gut bewegen kann. Und auch, dass meine Mittelgelenke zum Beispiel, ich sag mal, doppelt so dick sind oder doppelt so dick waren, als sie eigentlich, als man das so von mir gewöhnt war. Ich war ruhiger. Ich bin ein Mensch, der sehr lebensfroh und auch sehr bewegungsfreudig ist. Ich war sehr viel ruhiger, musste auch viele Pausen über den Tag einlegen, was man von mir nicht so gewohnt war. Und dann kam auch dazu, dass das mit dem Laufen irgendwie nicht mehr so gut ging. Ja, und dann kam eben dieses, wir gehen doch mal zum Arzt damit, mal gucken, was da so bei rumkommen kann. Und irgendwann kam die Diagnose. Und tatsächlich haben sich deine Eltern dann scheinbar noch einmal zusammengerappelt und sind gemeinsam in die Rheumaliga eingetreten, um dort Anschluss zu finden zu anderen Rheumatikern und dich so vielleicht auch besser zu unterstützen. Ist das richtig? Ja, genau. Also meine Eltern haben am Anfang Seminare, glaube ich, noch zusammen gemacht. Und später hat dann meine Mama aber weiter so Familienseminare besucht, um eben Austausch mit anderen Familien zu haben, zu gucken, wie gehen die damit um, was kann man davon selber noch mitnehmen. Genau. Die Deutsche Rheuma-Liga setzt sich unermüdlich für die Anliegen von Menschen mit rheumatischen Erkrankungen ein. Als Selbsthilfeverband sind wir dafür auf Ihre Unterstützung angewiesen. Besuchen Sie unsere Spendenseite unter rheuma-liga.de/spenden und helfen Sie uns. Jetzt liegt natürlich die Frage nahe, ob das vielleicht auch eine psychosomatische Komponente hat für dich oder bei dir. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst oder ob Rebecca da vielleicht... Ja, kann ich. Ja? Ich kann für mich sagen, dass bei mir auch, also es definitiv psychosomatisch ist, weil wenn es mir nicht so gut geht oder ich mit Menschen, die mir sehr nahe stehen, mich gefetzt habe oder mich mit denen einfach gerade irgendwie gestritten habe, merke ich schon, dass das durchaus sich schnell mal in meinen Händen oder in anderen Gelenken widerspiegelt, die dann sagen, Niet, du machst heute mal halblang. Rebecca, wie siehst du den Einfluss der Psyche auf rheumatische Erkrankungen? Ja, ganz, ganz stark, wie Maggie es schon richtig oder interessanterweise selbst damals schon im Alter von 10 gemerkt hatte, war, dass sie in einer stressigen Phase ihres Lebens diesen Ausbruch der Erkrankung hatte. Und das ist auch bei anderen rheumatischen Erkrankungen der Fall, dass häufig die Betroffenen dann berichten, zum Beispiel nach einem Todesfall oder nach einem wirklich schwerwiegenden Ereignis im Leben, sind dann erste Symptome aufgetreten. Es gibt keine gute Erklärung bislang dafür. Meine Erklärung, wie ich es versuche, den Patienten trotzdem so ein bisschen darzulegen, ist die, dass wir in der Regel eine gewisse Veranlagung für Autoimmunität in uns tragen. Also wir wissen noch nicht, wie es zu den Erkrankungen kommt, aber wir wissen, dass bestimmte Parameter, bestimmte Faktoren dazu beitragen können, dass es eben zum Ausbruch kommt. Faktoren müssen vorliegen, also so eine Veranlagung muss vorliegen, dass dann schlussendlich dann auch autoimmune Erkrankungen bei den Betroffenen auftreten können. Und solange das Immunsystem, jetzt in dem Fall autoimmune Erkrankungen des Immunsystems, das Ganze in der Waagschale halten kann, ist das gut. Ne? Diese Waagschale kann aber eben aus dem Ruder geraten, wenn
bestimmte Stresssituationen auftreten. Das kann körperlicher Stress sein, das kann ein Infekt sein, das kann aber auch psychischer Stress sein. Und dementsprechend kann diese Waagschale nicht mehr gehalten werden und das Immunsystem hält das Ganze nicht mehr unter Kontrolle und das Ganze kann dann ausbrechen. So ist die Theorie, wie wir uns das herleiten. Aber was wir wissenschaftlich wirklich nachweisen können, ist, dass in Stressphasen bestimmte Signalmoleküle ausgeschüttet werden, die beispielsweise auch dazu beitragen können, beziehungsweise Entzündungswege begünstigen können, dass auch bei den Patientinnen und Patienten mit Depressionen beispielsweise Entzündungswerte erhöht sein können. Also nicht diese klassischen Entzündungswerte, die wir auch beim Hausarzt oder bei der Hausärztin bestimmen, sondern eben Entzündungsmoleküle, die man in den wissenschaftlichen Laboren, in den Forschungslaboren untersucht. Und das zeigt wirklich deutlich, dass der Körper als ganzheitliches System gesehen werden muss und die Psyche da auch eine Rolle spielt. Und Maggie hat das schön gesagt, also in stressigen Phasen ihres Lebens merkt sie es selbst stärker. Und selbst ohne Autoimmunerkrankung wissen wir, dass wenn wir einen schlechten Tag haben, wenn uns etwas belastet, dass wir an diesem Tag auch nicht leistungsfähig sind. Oh ja, das merken wir. Maggie, du arbeitest als Ergotherapeutin heute, richtig? Ja, Ergotherapeutin aus Leidenschaft. Ah, okay, also das ist für dich total wichtig, dass du dann dementsprechend auch eine Arbeit hast, die für dich sinnvoll ist, die dir Spaß macht, damit du arbeiten kannst trotz oder mit deiner rheumatischen Erkrankung. Ja, genau. Ich habe meine erste Ausbildung in einer Verwaltung gemacht und habe da festgestellt, dass das einfach nicht mein Ding ist. Mir fehlte der Kontakt zu Menschen und dann habe ich 1,5 Jahre hin und her überlegt, was ich jetzt wirklich machen möchte und bin dann noch ganz viel hin und her mit meiner besten Freundin irgendwie nochmal auf die Idee gekommen, Ergotherapie. Habe ein Praktikum gemacht bei meiner Ergotherapeutin, wo ich als Kind war und habe gefragt, ob ich mir das mal 2 Wochen angucken kommen darf und habe mich parallel dann auch schon in einer Schule da beworben bei uns in der Nähe und so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Die Schule hat zwar auch erstmal gefragt, ob das machbar ist mit meinem Rheuma, weil ich da auch gleich gesagt habe, übrigens, ne, ich bin da so ein bisschen angeschlagen. Und dann haben die mich angeguckt und meinten, hey, sind Sie sicher? Ich sage, wenn ich es jetzt nicht ausprobiere, dann weiß ich nicht, ob es passt oder nicht passt. Ich wollte gerade sagen, wie kann ich mir denn deinen Beruf vorstellen? Für alle Menschen, die noch nie beim Ergotherapeuten waren oder bei der Ergotherapeutin und kein Bild dazu haben. Oh, Ergotherapie ist total vielfältig. Ich kann mit Menschen jeden Alters arbeiten. Also ich kann mit Kindergartenkindern oder noch jüngeren Kindern arbeiten, bis hin ins Teenager, jungen Erwachsenenalters. Ich arbeite mit älteren Menschen. Also ich habe dadurch, dass ich in einer Praxis arbeite, eine richtig bunte Bandbreite von Menschen jeden Tag. Was sind denn die Hürden oder beziehungsweise hast du Hürden erlebt und wie hast du es geschafft, diese Hürden zu überwinden in deinem Beruf? Also Hürden gibt es immer wieder für mich. Alleine, wenn ich mir jetzt so draußen das Wetter angucke, ist immer so, merke ich meine Gelenke halt schon des Öfteren. Und ich habe auch viele Patienten, bei denen ich weiß, dass ich selber körperlich viel leisten muss, denen ich aber auch sage, dass ich eben selber Rheumatikerin bin und manchmal mir die Kraft irgendwie in den Händen fehlt, dass ich manche Übungen gar nicht so machen kann, wie sie das vielleicht von mir gewohnt sind. Dass ich die dann ein bisschen abändere. Aber da kann ich mit meinen Patienten sehr offen reden. Und die wissen dann auch, okay, heute ist irgendwie nicht so, viele können es jetzt mittlerweile auch schon gut deuten bei mir. Die wissen dann schon, okay, Wetter vielleicht nicht ganz so toll. Da muss ich heute vielleicht gucken, dass ich meine Übung dann wieder ein bisschen anders gestalte. Es ist vielleicht aber auch von Vorteil, dass du zum Beispiel empathischer bist oder besser auf gewisse Zustände eingehen kannst?
Also ich glaube, dass man, wenn man selbst betroffen ist, ist für Patienten, die selber Rheuma haben, und ich bin jetzt tatsächlich auch in der besonderen, ich nenne es wirklich mal besonderen Situation, dass ich tatsächlich ein Kind habe, das von Rheuma betroffen ist, dass man dem Kind einfach auch sagen kann, weißt du was, ich kenne deine Situation und ich kann das ganz gut nachfühlen. Ich sag mal, bei einem Schlaganfall oder bei anderen Parkinson-Patienten kann man sich auch reinfühlen, aber es ist was ein bisschen anders. Dieses Kind, ich stelle mir jetzt gerade dieses Kind vor, was ja auch ganz großartig viel Glück hat, weil sie einfach ein Vorbild hat, oder sie oder er ein Vorbild hat, das quasi den Weg schon gegangen ist. Für alle Menschen, die jetzt zuhören, was würdest du denn diesen Menschen raten, die mit rheumatischer Erkrankung quasi am Arbeitsplatz sitzen? Was hat dir geholfen? Wie gehst du vor, auch im Umgang mit deinen Arbeitgebern zum Beispiel? Was mir bisher immer geholfen hat, war eben die Offenheit. Also von vornherein zu sagen, liebe Chefin, lieber Chef, gleich im Bewerbungsgespräch, ich habe Rheuma, ich habe aber keinen Grad der Behinderung, wodurch ich halt auch nicht mehr Urlaubstage oder Ähnliches habe, was andere eben, weil sie schwerer erkrankt sind als ich, haben. Ich glaube, das ist so das, womit ich bisher am besten gefahren bin, eben diese Offenheit. Und im Moment habe ich einfach auch das Glück, dass unser ganzes Team auch gut dahinter steht, dass es auch mal Patienten gibt, bei denen ich einfach nicht wirklich die Richtige bin, sondern dass die Kollegen dann sagen, okay, komm, wir tauschen dann einfach, weil das würde dich körperlich einfach überstrapazieren sozusagen. Rebecca, das war jetzt gerade interessant. Rheuma, aber kein Grad der Behinderung. Wie passt das zusammen? Ja, nicht jede rheumatische Erkrankung geht mit einem Grad der Behinderung einher. Das sind zwar chronische Erkrankungen, aber ich bin da wirklich sehr, sehr stolz auf die Betroffenen. Die finden einen Weg, mindestens genauso mitzuhalten im Alltag, also weil sie eben sich selbst auch zu helfen wissen. Und da weiß auch die Rheuma-Liga sehr gute Tipps und gibt Ratschläge auch in den Gruppensitzungen, was man wie umsetzen könnte, damit man den Alltag ohne große Hürden bewältigt. Dadurch, dass es oft auch seltene Erkrankungen sind, wie jetzt zum Beispiel beim Lupus erythematodes, ist es schwierig, da eindeutige Kriterien festzulegen, ab wann die Betroffenen einen Behinderungsgrad haben sollten, also dass man das standardisiert erfasst. Dementsprechend wird das immer individuell abgewogen und zum Glück oder erfreulicherweise, trotz dass Maggie schon seit ihrem 10. Lebensjahr daran leidet, sind die Konsequenzen auf ihren Körper noch recht überschaubar. Gott sei Dank, muss man dazu sagen. Das kann bis hin zu dahin gehen, dass beispielsweise die Lunge einsteift, dass die Muskeln betroffen sind, dass es zu einer Muskelentzündung kommt oder dass auch neurologische Beteiligungen vorliegen. Und dementsprechend muss man das immer etwas individuell abwägen. In manchen Fällen ist das eben so, dass wir keinen Behinderungsgrad erreichen können. In manchen Fällen streiten wir uns da auch mit den Institutionen, die Behinderungsgrade aussprechen. Da gibt es aber keine einheitliche Handhabe, sondern wird immer vom Betroffenen zu Betroffenen individuell entschieden. Du hast eben gerade, Rebecca, die Rheuma-Liga schon einmal genannt. Ich weiß, dass du, Magdalena, sehr aktiv bist in der Rheuma-Liga. Was bedeutet dieses Netzwerk für dich? Also ich habe über die Rheuma-Liga Seminare besucht. Erst die Familienseminare und später eben auch Seminare für junge Rheumatiker. Ich bin das erste Mal mit 18 auf ein Seminar gefahren, ganz alleine, ohne meine Eltern, und habe das erste Mal dort irgendwie, ich weiß gar nicht, 15, 20 weitere jüngere betroffene Rheumatiker kennengelernt. Weil wie gesagt, hier bei mir in meiner Heimat, ich bin so ein kleiner bunter Hund in so einem kleinen Dorf hier. Alle, also da haben
kriege ich auch oft so dieses, du bist doch die, die früher mit dem Roller durch die Schule gefahren ist. Ja, genau, die bin ich. und da habe ich eigentlich das erste Mal gesehen, dass es auch noch andere Menschen in meinem Alter oder etwas älter als mich gibt, die eben genauso betroffen sind, die zwar alle irgendwie ein bisschen verstreut von mir weg wohnen, aber zu vielen habe ich noch einen richtig guten Kontakt und diese Kontakte nutzen wir auch regelmäßig zum Austausch. Nicht unbedingt nur über Rheuma, sondern einfach auch so mal auf einen Kaffee sich treffen oder nette Das ist Sachen ja auch machen. Schon wunderbar, einfach Menschen zu haben, denen gegenüber man sich halt mal nicht erklären muss. Ne? Also, und das ist ja auch das Besondere an der Rheuma-Liga, dass das auch ganz spezialisiert, diese eine Selbsthilfegemeinschaft zum Beispiel für Lupus erythematodes, ich habe das hoffentlich gut ausgesprochen, gibt, in denen du wirklich Menschen triffst, die genau dasselbe haben oder sehr ähnlich das, was du hast, richtig? Ja, also ich bin jetzt nicht speziell in irgendwelchen Selbsthilfegruppen, aber so die Rheuma-Liga an sich hat einem halt eben auch so diese Plattform gegeben, also andere Menschen auch mal kennenzulernen und auch zu sehen, ach Mensch, ich bin nicht alleine. Und B, die machen immer tolle Angebote, sei es Tai Chi, sei es Qigong, sei es Heigeln, irgendwelche netten Bewegungsangebote, weil man ja irgendwie sonst, wer rastet, der rostet. Also Bewegung ist schon auch ein großer Punkt. Aber eben Bewegung auf unsere Art und nicht zu doll und nicht zu wenig. So das gesunde Mittelmaß zu finden. Kein High-Interval-Training-Ding. Genau. Sowas. Wo ich jetzt gerade High-Interval-Training gesagt habe, da habe ich jetzt tatsächlich eine Frage an die Rebecca. Sag mal, also die Cortisol-Ausscheidung, wenn man solche Art von Training macht, weil Magdalena jetzt meinte, Bewegung auf unsere Art, und das sind meistens das, wovon sie gesprochen hat, das sind so sanftere Bewegungsarten, Tai Chi, Qigong und so weiter. Jetzt halte ich dagegen irgendwie mit der harten Benchpress oder sonst irgendetwas. Warum macht das für RheumatikerInnen gar keinen Sinn? Also es gibt eigentlich, wenn man ehrlich ist, gibt keine Studie, die zeigt, dass irgendeine Sportart eigentlich schlecht ist fürs Rheuma. Also von den normalen Sportarten. Ich sage jetzt nicht alles, was jetzt selbstzerstörerisch ist, also Turnen auf Olympianiveau oder sonstiges. Also davon sprechen wir nicht, sondern normale sportliche Aktivitäten, selbst Turnen. Da gibt es eigentlich keine Studie, die zeigt, egal welche Sportart, dass das in erster Linie schlecht ist, wenn das alles im normalen Maße ist. Das, was Maggie beschreibt, das sind natürlich gelenkschonende Sportarten, die das Ziel haben, beispielsweise auch eine gewisse innere Ruhe mit sich zu bringen, sodass da auch der psychische Aspekt gleich mit dabei ist, also dass man körperlich zur Ruhe kommt, aber auch den Geist zur Ruhe bringt. Es heißt aber nicht, dass beispielsweise so ein High-Interval-Training, also so ein HIIT-Training nicht auch möglich wäre. Meine Empfehlung ist immer, das, was der betroffenen Person Spaß macht, das zu machen. All diese guten Tipps, Yoga, also Yoga hilft ja immer gegen alles, ja, Yoga ist ja Allheilmittel gefühlt, das kriegen auch die Rheuma-Betroffenen immer wieder aus dem Umfeld gesagt, da hast du schon mal mit Yoga probiert. Alle diese Empfehlungen, die bringen nichts, wenn das nichts ist, was diese Person langfristig nicht umsetzen kann. Also weder vom Kopf her, ja, dass sie keinen Spaß daran hat, noch körperlich, sondern alles, was gut tut, alles, was wo man auch innerlich so das Gefühl hat, danach habe ich so ein positives Gefühl, ist erlaubt und soll auch durchgeführt werden. Selbst wenn das heißt, beispielsweise, dass man niedrig oder mit mittelschweren Gewichten trainiert, ja, das ist alles nicht ausgeschlossen. Das, was den Rheuma-Patienten Patientinnen und Patienten nicht gut tut, wie jetzt zum Beispiel, wenn man Gewichtheben mit 200 Kilo durchführt, ja, das tut auch einem normalen Menschen nicht gut. Ja, wir halten uns immer vor Augen und denken, das ist alles gesund oder dass man irgendwie 70 Kilometer Marathon läuft, das wäre alles gesund, das ist es nicht, sondern das, was gesund ist, wirklich für den normalen Menschen, das ist auch beim Rheumatiker möglich. Es setzt aber voraus, dass diese Körperfunktionen auch noch vorhanden sind. Wenn jemand schon beispielsweise
beispielsweise durch Rheuma kaputte Gelenke hat, ja, da sind einfach manche Sportarten nicht möglich. Dann kann man keinen Handstand machen. Und dann ist es auch utopisch zu verlangen, dass man dann mit diesen Sportarten beginnt, sondern das, was der Körper hergibt in erster Linie und genauso gleichwertig das, was einem Spaß macht. Sonst hält man das nicht durch. Also Rheuma zwingt einen dazu, auf Körper und Geist zu hören. So ist das. Ja, definitiv. Wenn jetzt, also heute sind wir schon im November, die Tage werden kürzer und das Wetter wird beschissener. Dementsprechend, hast du vorhin gerade gesagt, hast du wahrscheinlich auch mehr schlechte Tage. Was gibt dir an solchen Tagen Kraft? Gute Frage. Tatsächlich das Wissen, dass das absehbar ist. Die Tatsache, dass ich mit ganz wenig Medikamenten durch mein Leben komme. Also ich habe als Kind auch wesentlich mehr Medikamente genommen, als was ich jetzt nehme, worüber ich auch sehr, sehr froh bin. Und ich habe einfach einen tollen Background. Ich habe eine total tolle Familie, die total toll hinter mir steht. Ich habe ein tolles Arbeitsumfeld, wo meine Patienten und meine Kollegen und meine Chefs wissen, wie es manchmal so um mich steht. Und ich habe einen tollen Freundeskreis. Und das ist das, was bei mir einfach mega viel ausmacht. Was ich super finde, dass sogar Maggie einem Beruf nachgeht, wo sie anderen Betroffenen helfen kann. Also die Ergotherapie, die wird immer unterschätzt. Das sind aber wirklich Wunder, die Therapeutinnen und Therapeuten bewirken können. Und umso wichtiger ist es, dass wir hier auch Personen haben, die sich mit Rheuma auskennen. Also vielen Dank, Maggie, dass du nicht nur als Betroffene aufklärst, sondern auch wirklich aktiv am Patienten, an der Patientin arbeitest, damit wir eben möglichst viel Lebensqualität beibehalten. Ja, genau das hat mir als Kind auch irgendwie sehr viel weitergeholfen, eben die Zusammenarbeit mit meinen Ergotherapeuten, auch wenn es als Kind manchmal echt nervig war, wenn man dreimal die Woche dahin musste, drei Nachmittage in der Woche einfach irgendwie keine Zeit zum Spielen war in dem Sinne. Aber ich muss sagen, ich habe dadurch auch gelernt, auf mich und meinen Körper zu hören. Ich kann meine Grenzen viel besser einschätzen und eben, ja, man lernt zu adaptieren, also das Umfeld an sich anzupassen. Ganz in Ihrer Nähe, persönlich, vielfältig und bundesweit verfügbar. Die Verbände der Rheuma-Liga bieten Betroffenen eine Vielzahl von Angeboten. Besuchen Sie unsere Bewegungsangebote, Gesprächsgruppen, Fachvorträge, Seminare und vieles mehr. Interesse? Rufen Sie gerne an bei unserer kostenfreien Info-Hotline 0800 600 25 25. Vorhin hast du ja beschrieben, was die Rheuma-Liga für dich tut quasi, ne? Also, dass du dich treffen kannst mit Leuten, mit Betroffenen, dass du auch mal einen Kaffee trinken kannst mit jemandem. Du wirkst schon so wie jemand, der so oder so ein tolles Umfeld hat. Bist aber trotzdem noch darüber hinaus und zusätzlich zum Beruf, und das unterschätzt man immer, wie viel Zeit dafür so schon raufgeht, bist du noch ehrenamtlich tätig. Also das heißt, du gibst auch selbst sehr viel von dir an die Rheuma-Liga und diese ehrenamtliche Tätigkeit. Trägt das auch einen Teil dazu bei, dass du daraus Kraft schöpfen kannst? Ja, auf jeden Fall. Ich habe wirklich auch große Freude daran, weil das Thema Rheuma oft wirklich eben auf nur alte Leute projiziert wird. Ich kann sagen, nee, dem ist nicht so. Rheuma fängt schon viel, viel früher an, wenn man Pech hat. Und ich habe auch schon wesentlich jüngere Kinder kennenlernen dürfen müssen, wie man das jetzt nennen möchte, die schon viel, viel früher als ich ihre Diagnose bekommen haben und lernen mussten, damit zu leben und damit umzugehen, und das schon im Kindergartenalter zum Teil. Und ich finde es einfach toll, dass man anderen Betroffenen zeigen kann, dass man auch, ja, mit so einer seltenen oder eben auch manchmal auch doch auffälligen Erkrankung irgendwie was Gutes aus seinem Leben machen kann.
Was denkst denn du, was könnten wir als Gesellschaft tun, um das Bewusstsein für Lupus oder andere chronische Krankheiten zu erhöhen? Auf jeden Fall nicht aufhören, darüber zu reden, so wie jetzt gerade mit so Podcasts oder mit anderen schönen Aktionen, die die Rheuma-Liga auch schon mal gestartet hat, an denen ich zum Teil auch beteiligt war. Das Spannende ist ja, dass wir jetzt in dieser ganzen Podcast-Reihe, wir sind ja mit Britta gestartet, mit einer Arthritis, also einer Gelenkentzündung, die im Kindesalter aufgetreten ist, mit Christiane, mit der Gefäßentzündung, die auch zu den seltenen Erkrankungen gehört, und eben heute mit Maggie, mit dem Lupus, also eine Erkrankung, die beispielsweise auch das Bindegewebe, die Organe betreffen kann. Und das zeigt auch, wie vielfältig Rheuma sein kann. Das sind nicht nur alte Menschen, wie du es richtig gesagt hast, und das sind auch nicht nur Gelenke. Das, was Maggie beschreibt, sind zwar ihre Gelenke, aber diese Erkrankungen oder die Erkrankungen können auch Organe betreffen, können den ganzen Körper betreffen. Und das ist eigentlich wirklich das Spannende an dieser Podcast-Reihe, wo ich mich selbst dann auch immer wieder wundern muss oder beziehungsweise wieder erden muss, wie vielfältig Rheuma ist und dass wir uns da auch gegenseitig immer wieder schulen müssen, um eben einmal in der Gesellschaft eine Sensibilisierung für das Thema zu finden, aber eben auch den Betroffenen zu zeigen, ihr seid nicht allein. Ja, wir haben tolle Initiativen, wir haben tolle Therapeutinnen und Therapeuten und Ärztinnen und Ärzte, die sich dieser Erkrankung oder den Erkrankungen widmen. Und gemeinsam mit dieser Aufklärungsarbeit können wir in Zukunft wirklich viel bewirken. Rebecca, welche Missverständnisse über rheumatische Erkrankungen begegnest du in deiner Arbeit denn am häufigsten und was würdest du den Menschen dafür mitgeben? Das Häufigste, was ich höre, dass viele mit Rheuma nicht viel anfangen können. Wenn ich, selbst wenn ich anderen Ärztinnen und Ärzte berichte, dass ich Rheumatologin bin, setzen die das gleich mit Reha-Medizin, also Ärztin in einer Reha-Einrichtung beispielsweise. Ja, dass wir nur irgendwelche Bewegungstherapien machen und das war's. Das Verständnis, dass das Immunsystem hierbei erkrankt ist, das fehlt noch oft. Und was eben auch auftritt, dass man ja häufig dann gesagt bekommt, man kann ja da gar nichts machen. Ja, wir können die Erkrankung noch nicht an der Wurzel packen, weil wir noch nicht wissen, wie die Erkrankungen genau entstehen oder warum sie genau entstehen. Aber wir können diese Dominokette, die schlussendlich dann die Beschwerden auslöst, die können wir unterbrechen, um zu verhindern, dass die Erkrankung Schaden hinterlässt. Und dazu haben wir mittlerweile wirklich sehr viele Medikamente, beim Lupus beispielsweise wirklich eine gute Auswahl an verschiedenen Therapieoptionen, um den Betroffenen zu helfen und vor allen Dingen auch dann die Begleitschäden durch die Erkrankung zu verringern oder sogar zu verhindern. Und deswegen bin ich so froh, dass es dich gibt und dass du hier mitmachst. Und deswegen bin ich so froh, dass du, Magdalena, über deine Erkrankung sprichst, weil wir sind halt nicht mehr im Jahr 1994. Und heute haben wir die Möglichkeit, uns genau solche Geschichten persönlich anzuhören, in gemütlichen Wohnzimmer unter einer Decke mit einem leckeren Tee und zu hören, wie es dir ergangen ist, daraus Mut zu schöpfen und uns auch weiter zu entwickeln und vielleicht auch zu vernetzen. Und das am Ende des Tages erhöht diese Resilienz, es lindert die Einsamkeit und das ist ein Teil der Selbsthilfe, denn Selbsthilfe gibt Mut. Und du wirkst auf mich, Magdalena, wie so eine richtig mutige Frau, die in quote unquote ihrem Dorf wirklich einen großen, großen Unterschied macht. Nicht nur für kleine rheumatische Kinder, sondern auch für ganz viele andere Menschen, die du in deinem Beruf anfährst. Dankeschön. Ich sag Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Wir haben in jeder Folge ein Assoziationsspiel, also so ein klassisches Ding, ne? Ich gebe einen Satz vor. Und Magdalena, du beendest den. Je nachdem, mit dem ersten Satz, der dir in den Kopf kommt. Also, bist du bereit? Okay. Ja. Born ready. An meinem Beruf mag ich besonders, dass ich mit vielen Menschen zusammenkomme und ihnen viel von meiner eigenen Erkrankung zeigen und mitgeben darf. Danke. Die Rheuma-Liga bedeutet für mich viel Austausch, neue liebe Menschen und neue Erfahrungen machen.
Für mich auch. Und jetzt mal sehen, was du darauf antwortest. Tiere sind für mich Lebensqualität. Ich wünschte, mehr Menschen würden verstehen, dass Rheuma keine alte Leute-Krankheit mehr ist. Rebecca, was wünschtest du denn, dass mehr Menschen verstehen würden? Ich wünschte mir, dass mehr Menschen verstehen, dass Rheuma eben Erkrankungen des Immunsystems sind und dass eben das Immunsystem nichts ist, was sichtbar ist, sondern dass diese Beschwerden bestehen können, ohne dass man es den Betroffenen immer ansehen muss. Zumal das ja auch chronische Erkrankungen sind. Das heißt, die Betroffenen gewöhnen sich an ganz vieles und können ganz viel kompensieren. Und was ich mir noch mehr wünschen würde, dadurch, dass die sozialen Medien da ja auch verstärkt genutzt werden als Informationsquelle, dass weniger Schindluder damit betrieben werden kann. Wir können mit keinem Nahrungsergänzungsmittel Rheuma heilen, wir können mit keinem Yoga Rheuma heilen. Und es wäre einfach schön, wenn diese Verzweiflung der Betroffenen nicht ausgenutzt werden würde, um Profit zu machen. Und da müssen wir aufklären. Deswegen finde ich diesen Podcast genial, auch gemeinsam mit den Betroffenen, um herauszufinden, welche Wege es gibt, um das Bestmögliche trotz Rheuma aus dem Leben zu machen. Und für alle, die nicht betroffen sind, aber vielleicht dabei stehen, ist eben dabei stehen nicht nur genug, sondern auch immer weiter zugewandt bleiben. Ich glaube, zugewandt bleiben, zuhören und ich finde keine richtigen Worte und schauen, was sich ergibt. So, ich glaube, dadurch, dass man das nicht sehen kann, Rebecca, wie du jetzt eben gerade gesagt hast, ist es eben auch etwas, wo manchmal alle Empathie der Welt nicht reicht, aber weiterhin zuzuhören und immer wieder zu gucken, okay, wie geht es dir heute? Wie fühlst du dich? Ja, wie fühlst du dich jetzt nach dieser Podcast-Aufnahme, Magdalena? Ich fühle mich gut, bin ein bisschen kaputt. Die Aufregung war doch sehr groß, aber ich fühle mich sehr gut und ich freue mich, dass ich immer wieder von der Rheuma-Liga für solche tollen Projekte gefragt werde. Rebecca, wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr gut. Das war ein wunderschöner Abend mit euch beiden. Und ich habe den Eindruck, dass ich neben meiner Arbeit mit den Betroffenen hier hoffentlich auf diesem Weg noch mehr dazu beitragen kann, Licht in das Dunkle des Tunnels zu bringen. Und bin gespannt, was uns in der nächsten Podcast-Folge erwartet. Ich fühle mich auch. Ich fühle mich erleuchtet für heute. Dankeschön. Licht in den Tunnel gebracht hast du. Auf jeden Fall, Rebecca. Dankeschön auch für dein Licht, Maggie. Das nächste Mal treffen wir auf Peter. Bei ihm geht es um Morbus Bechterew, auch eine Spielart rheumatischer Erkrankung. Kannst du dazu zwei Worte sagen vielleicht, Rebecca? Ja, auch eine wieder sehr spannende Erkrankung, die häufiger auch jüngere Menschen betrifft. Und ich bin gespannt, in welchem Alter Peter das Ganze das erste Mal erfahren hat. Peter ist ja inzwischen schon etwas älter. Und die Frage ist, ob es damals überhaupt die Möglichkeiten gab, den Bechterew gut zu therapieren. Da bin ich gespannt, was er von der damaligen Zeit berichtet und wie sein Weg zur Diagnose war. Ich bin auch gespannt und ich liebe deine Begeisterung. Ich liebe euch alle. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute auch wieder. Und wir sehen oder beziehungsweise wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao. Das war der Rheuma-Liga-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mehr über Rheuma und die Deutsche Rheuma-Liga erfahren möchtet, hört euch unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiert euch auf rheuma-liga.de. Wenn euch Milka und Doc Hasseli hören zu gefallen hat, freuen wir uns über eure Sternebewertung.